Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde. Wir spielen heute die nächste Episode von The Alien Cube und haben es ja letztens bis zum Kapitel 6 geschafft. Ja, wir haben hier versucht, vom Onkel Edgar die Hütte zu finden. Dann ist uns wieder einer von diesen verrückten Ordensmitgliedern mit der Keule entgegengekommen. Das heißt entgegen, der ist uns nachgerannt hat und verfolgt. Und jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo. So wie es hier auch steht, die Hütte sollte in der Nähe sein, aber wir können sie nicht finden. Der gute Arthur glaubt, er hat sich verirrt. Die Temperatur ist auch nicht gerade die wärmste. Es gibt Wind. Ja, ich hätte nicht herkommen sollen. Gut, ja, hätten wir auch kein Spiel gehabt. Jetzt müssen wir einen richtigen Weg finden, wo wir dann auch uns aufwärmen können. Ja, sonst geht's nicht weiter. Losgehen. Oh, das lädt gerade ein bisschen nach. Komm. Jo. Gut, ich weiß nun nicht mehr. Wo sind wir eigentlich? Von wo sind wir eigentlich gekommen? Wo müssen wir jetzt nun hin? Ich denke mal, es ist gut, den Lichtern zu folgen, aber I'm freezing. I need to find shelter as soon as possible. Okay. Ich danke mal, dass wir jetzt gerade eben in den Tod laufen. Aber ich möchte mich hier auch ein bisschen umgucken. Ja, hier geht's nicht weiter. Ah, jo. Das heißt, hier können wir gar nicht so falsch eigentlich sein. Holz nachlegen. Okay. Zweig. Mehr davon finden. Jawohl. Machen wir. Mehr Zweige. Weichgedöns hier. Oh ja. Ein paar mehr davon sollten reichen. Gut, okay. Oh. Irgendwo ging irgendetwas auf. Denke ich mal zumindest. Hat sich so angehört. Ja. Wie es aussieht, wohl nicht hier, sondern dort drüben. Vielleicht. Wohl, denke ich mir.
Genau, geht nicht auf. Dann probieren wir es einfach mal hier oben oder noch schnell zum Feuerchen. Ich denke mal, hier Feuer wäre gut. Alles klar hier, ne? Ja, wenn es dem Arthur kalt ist, dann bewegt er sich auch nicht mehr so flott. Oh, hier ging die Tür auf. Eieieiei. Was kommt hier auf uns nur zu? Ein Hebel. Ich war noch nicht mal ganz oben. Ja, wobei. Oh, jetzt wieder Zappenduster. Vorsichtig nicht runterfallen. Bücher, Bücher, Bücher. Ohne Ende Bücher. Oh, da geht's ja noch weiter nach oben. Oh, guck mal, eine Seite wieder. Edgar macht sich erneut auf den Weg zur Hütte. Ja, wir haben jeden gewarnt. Gut. Verstecken und ihn beobachten. Ja, der hat hier schon einiges rausgefunden, ne? Das habt ihr nicht zu verändern gewusst. Vorsicht. Die Frage ist, was machen wir hier drin? Machen wir hier drin irgendwas? Sieht wohl nicht so aus, außer hier eine Seite zu lesen. Oh, raus geht's nicht. Hier drüben sind drei Lichter. Dort unten ist hier eine lange Brücke auch mit einem Lichtchen dort. Wobei... Nee, das ist nicht die gleiche Brücke. So, dann gucken wir erstmal wieder, was hier unten gibt. Kann ich eines von den Dingen mitnehmen? Denke nicht. Heute hatten wir eben. Nun gut. Büchern hier kann auch nichts getan werden. Wofür? Oh, das kann sein, dass hier Türe unten aufging durch den Hebel. Jupp. Ah, es geht über diese Brücke drüber. Wo
wo dieser Turm wohl hinzugehört. Beziehungsweise, ob man hier überhaupt drüben rankommt. Oder ob der einfach nur zu Deko ist. Ein Dekoturm. Aber wir frieren bereits wieder. Was hat das Auge zu bedeuten an dieser Stelle? Man kann gesehen werden, man sieht. Wo kommen wir denn hier hin? Hier oben, wo die Flagge dran hängt. Ja. Ah. Ah jo. Eine kleine Statuette wieder. Fein, fein. Wofür das ist, wissen wir noch nicht. Drei Lichter. Gut, kehren wir zurück, um uns aufzuwärmen und hier über die Brücke zu übersetzen. Hurtig, Marsch und aufgewärmt. Hier ist auch wieder so ein Auge, okay. Na dann. Na dann. Ja, hier scheint es nichts zu geben. Also wieder rauf. Ja, und hier wird das Wetter auch wieder ein bisschen schlechter. Frage ist, wohin? Hier nicht. Hier drüben wohl. Gut. Neblig irgendwie, ne? Kaum noch was zu sehen. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, weiterzukommen, oder? Ist das ein Feuer? Bitte lass das ein Feuer sein hier. Ja, ja, ich denke, das ist eins. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Wieder ein Auge. Puh. Unten.
Genau, ist hier nicht irgendwo... irgendwo noch dieses Vieh unterwegs, wollte ich gerade fragen. Auweia, auweia. Keine Feu... nee. Keine Feuerstelle. Aber hier vielleicht ein Häuschen, in das wir rein können. Mhm. Wir sind im richtigen Gebiet, auch wenn das hier nicht die Hütte vom Edgar ist. Ajo, genau, eine Brücke. Ich nehme an, die müssen wir hier runterklappen. Guck. Hier. Ein bisschen ran. Knien aufwärmen. Und auch eine Seite lesen. Hm. Ja, was das für ein Ding. Wir wissen bereits, was das ist, beziehungsweise all jene, die The Land of Pain gezockt haben oder bei mir auch die Axt spielt dabei war. Wir wissen, oh, das war, ach so, ja genau, das war doch die Hütte. Ah, die haben hier sogar zugeguckt, wie wir in The Land of Pain abgetaucht sind in eine andere Welt. Mhm. Ja, alles klar. So. Das heißt, haben wir hier drin irgendwas, was wir brauchen? Scheren. Scheren? Ist doch nur eine Schere. Ach, wahrscheinlich ist hier die Brücke unten an einem Seil angebunden. Noch ein bisschen hier aufwärmen. Und wir werden, ja, hier das Seil einfach erstmal durchtrennen. Einfach erstmal, ja. Der Weg bis hier war für den guten Arthur sehr einfach. Das ist ein Timing. Wow. Ist das jetzt das Vieh gewesen? Das Niedliche hier mit den Kulleraugen, ne? Und den Geweihen auf dem Rücken. Wir können uns natürlich jetzt nicht allzu lange hier im Gebiet aufhalten, wo wir gerne möchten und auch gucken könnten. Denn, ja, komm, denn so gut geht es uns. Oh, die ist ja wirklich hier richtig runtergebrannt. Gut, aufwärmen ist hier nichts, denke ich, ne? Onkel Edgar beschreibt, was wir hier in The Land of Pain erlebt haben. Aber was mir unklar ist, warum er das so schreibt, als ob er es geschrieben hätte, während er dort war und wir hier die Seite finden. Wo hänge ich jetzt hier? So. Ja, das Feuer hat alles zerstört, ja. Ist hier jemand? Okay, bewegen. Falltür. Zugefroren und mit bloßen Händen geht es nicht. Hm. Rumlaufen, gucken, was hier so gibt. Mit bloßen Händen geht es nicht.
okay. Hier hinterm Haus, hier drüben hin. Okay, in Ordnung. Ich konnte mich auch irgendwie gar nicht mehr bewegen. Wow, was haben wir denn hier? Ach, das ist ein Mensch gewesen. Oder diese scheußlicher Schleim hier. Das Spiel wird gespeichert. Ja. Ich denke mal, das wird ein Snack. Wobei. So, können wir mal probieren, ne? Oh, nee, kann man nicht probieren. Man wird hier einfach abgeblockt und fällt dann nach unten wie ein Wassersack. Gut, let's try it again. Aber diesmal über diesen Weg hier einfach mal runterklettern. Komm, kletter brav runter. Und dann gucken wir erstmal, wo wir jetzt sind. Okay. Und hier drüben ist eine Tür. Ich kann Kerzen erkennen. Okay, ja. Eben nicht wirklich was erkennen, was hier los war. Hammer. Hammer? Wo ist hier ein Hammer? Oh, hier liegt doch alles klar. Tja. Was hat denn mal gelesen? Was hier unten? Oh. Das sind hier Stacheln dran. Aber auch nur hier drüben. Die Tür geht erstmal nicht. Hat das ein Regal? Okay. Möglicherweise gibt es hier gar nichts zu tun für uns. Wir müssen hier einfach nur den Hammer finden. Und wir oben unsere eingerostete Falltür verklappen. Ja, ist klar, dass das hier nicht rüber geht, weil hier oben so ein Stahl- oder Eisenträger ist, der das Rüberspringen blockiert. Der Weg zurück friedlich bleiben wird, das ist fraglich. Geht's hier noch weiter? Nee. Dann gehen wir eben wieder.
wieder raus. Und aufkloppen wird Teil hier. Yep. Und wir gehen direkt runter. Gehen wir das? Ja. Wow, 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 wow. Gut. Auch wieder aufgewacht. Das wissen wir nicht, ob Onkel Edgar davon wusste. Wir wissen nur, hier sieht so aus, als hätte man die Installation noch nicht ganz fertig bekommen. Ja, ein bisschen mehr quietschen wäre noch gegangen. Raunzen. Komm, mach nochmal. Was ist denn hier drin? Ach, Gottchen. Na, hier stimmt ja so einiges nicht, ne? Ja. Die Frage habe ich mir ja vorhin schon ein paar Mal gestellt. Ist ja nicht die erste Leiche, die wir hier finden. Gottes Auge fiel also auf die Erde, okay. Und es wurde das Ereignis genannt. Die Hohepriesterin wurde von den Göttern ausgewählt, um es mit eigenen Augen zu erleben. So, so. Alle ihre Kinder durchleben diesen Moment in ihren Träumen, wenn sie da bereit dazu sind, gerufen zu werden? Okay. Ach, bei das Ereignis war Gottes Auge auch nicht das einzige, das erschienen ist. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das sieht hier aus, ne? Ja. So wie zu Beginn des Spiels, Kapitel 1, in der Höhle, unten drin, wo wir dann rausgekommen sind. Ich schätze mal, das ist das. Jetzt weiß ich aber nicht, was hier. Oh. Was hier sonst noch erschienen ist. Gut, da dürfen wir nicht reinlatschen. Ja. Mir ist nicht klar, was hier außer diesem Gottesauge sonst noch geschehen oder erschienen ist. Das. So, haben wir das erstmal gelesen. Dort drüben dürfen wir nicht zu nah rankommen. Oh, da geht's hier noch weiter. Ja gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wie das hier aussieht alles, ne? Viel nichts sehen, aber gut. Ja, die Installation sind definitiv noch nicht fertig oder nicht erledigt worden. Hier steht alles unter Wasser. Hier dürfen wir rein. Okay. Das, was haben wir hier? Noch eine Leiche. Sie ist noch warm. Wunderbar. Den Detailgrad an Informationen hätte ich jetzt nicht unbedingt benötigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Ich sehe schon wieder nichts. Und ist das jetzt eine Tür? Das ist eine Tür. War das vorhin auch eine Tür oder nicht ein Gitter irgendwie? Oh, die Tür hier ist offen. Hier drüben waren wir vorhin aber noch nicht. Ach, ich weiß schon hier, ne? Genau, das ist das, wo wir kurz drüber gucken konnten. Ja, dann
frohen Mutes wohl an in die neuen Räumlichkeiten. Wasser? Journal einfach. Ja, gut. Links haben wir eben diese Kirche, die alte mit dem Geweihteufel hier mit den Kulleraugen und rechts hier neuen Eintracht von gerade eben vorhin. Ja, er weiß nicht, woher er die Stärke und den Mut nehmen soll. Das kann ich beantworten. Immerhin. Mache ich das Ganze ja für einen guten Arthur hier, ne? Ja, das tue ich nicht auf. Völlig Verwunderung. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Gehen wir eben in diese Richtung mit dem ganzen Schleimgedöns hier und in die... Nö. Oh, nö. In die enge Höhle rein, wollte ich sagen. Ist das jetzt ein neues Vieh? Oh. Was ist passiert? Nein! Ich bin auf dir. Ist hier hingehen eine gute Idee? Ach, das hat ja hier 5000 Wege, ja. Um irgendwo hinzukommen und... Ach, wie schön. Och, wie schön. Eigentlich sarkastisch gemeint, ne? Wie schön. Ich weiß nicht, wie schön das hier noch werden wird. Ventil. Was passiert, wenn man hier dran dreht? Wird das Wasser abgepumpt? Hier auch noch? Wo kommt denn hier das Wasser her? Ja, gut. Wow, wow. Wow, alles klar. Naja, dann. Was hier weggebrochen ist es. Nee, offen bleiben, offen bleiben. Freund, lass mich raus. Gut, hier ist noch Wasser drin, das heißt, ich weiß jetzt nicht, wofür wir das Ventil bedient haben. Ja, gehen wir in die andere Richtung. Was ist denn hier? Wieder irgendwo was Schleimiges, schätze ich mal. Ist viel zu dunkel, kann es nicht erkennen. Wo bin ich jetzt schon wieder? Wo bin ich denn? Ach, von hier bin ich gekommen. In Ordnung. Das heißt, hier geht's auch noch drüber. Aber hier scheint es nicht mehr weiter zu gehen. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht sehen. Na, gut. Ja, mir ist es hier eindeutig viel zu dunkel. Ach, es wird gespeichert, okay. Hm.
Ach, ich bin jetzt hier irgendwo bei den Abwasserkanälen rausgekommen. Ja, vorsichtig auf jeden Fall. So, und dann hier rauf, komm, rauf, ja. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen, das ist nichts für mich. Man fragt sich halt schon irgendwie, wie bin ich hier in diesem ganzen Szenario hier gelandet, ne? Also in dieser Höhle und im ganzen anderen, und hier dreht sich irgendwas und hier oben ist auch irgendwas los und hier haben wir wieder unseren großen Tintenfischgott, den Clawflu. Sieht mir schon ein bisschen hier wie Grabräuberei teilweise aus, ne? Ach ja, na, hier haben wir ja auch die Antwort auf die Frage vorhin, ne? Was ist da noch mitbekommen, gekommen beim, bei das Ereignis? Und hier haben wir es zuerst, das Gottesauge und auch der große Tintenfischgott. Ja, die herrschen hier alle im äußeren Universum, und dort kommt man natürlich nur hin, wenn man hier einer von denen ist aus dem Orden. Oder eben den Alienwürfel, der so gesehen keiner ist, besitzt. Bücher, Bücher, haufenweise Bücher. Oh ja, schick. Unheimlich schick, ja. Ah, die Statue wirkt sehr alt. Und dass du die noch nie gesehen hast, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Das, wo ist denn das Ding hier von vorhin? Ach, hier ist es. Immerhin haben wir hier den jetzt nur im Großformat, aber er ist uns schon ein paar Mal begegnet. So, was tut die Maschine da eigentlich? Müssen wir hier irgendwas tun? Was ist hier überhaupt zu tun? Geht auch manchmal und manchmal nicht, ne? Hm. Licht an, bitte. Oh, ich sehe nichts. Okay, komm. Ich sehe nur hier hinten, dass irgendwo irgendwas leuchtet. Na, ich gehe mal hier hin. Ich weiß ja nicht, wo hier was zu tun ist. Hier. Okay. Ja, schneller geht's gerade nicht. Okay. Nicht tot? Ach, das war Kapitel 6. Die haben uns jetzt geschnappt und gefangen, okay? Ja, wohin bringen sie mich? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh Gott, ich verliere eine Menge Blut. Ja, es war jetzt ein bisschen übertrieben.
Auf jeden Fall verliert eine Menge Blutsfachter und hält wohl nicht mehr lange durch. Fühlt auch schon, wie seine Kraft ihn verlässt. Vorbereitung. Oh. Ja. Die haben uns hier einfach irgendwo in den See reingeworfen oder was, ne? Mit hier. Ach, ist auch scheußlich hier. My bedroom. What am I doing here? Sieht ein bisschen anders aus als sonst. Uhrzeit gibt's noch immer nicht. Man hört es bereits an den Geräuschen, wir sind hier auf keinen Fall zu Hause. Ne? Nicht mit, ja, wir sind hier nicht zu Hause. Ja. Oder vielleicht sind wir hier zu Hause. Und das von vorhin war nicht unser Zuhause. Das gibt's natürlich auch. Oder aber das ist auch nicht unser Zuhause und das von vorhin war es auch nicht. Und wir bilden uns das alles nur ein. Wow. Na, hier ist. Ich denke nicht beabsichtigt drüber zu kommen, oder? Nee. Ist nicht beabsichtigt. My bedroom. What am I doing here? Gut, runterspringen nicht, rüberspringen nicht. Vielleicht hier dann einfach nur raus. Wo sind die Schlüssel? Alles klar. Wow. Schlüssel. Wo denn? Hier der eine? Ja, ist wohl so. Oh. Ja. So haben wir das Badezimmer auf jeden Fall nicht eingerichtet bei uns. Kann von daher nicht unsere Wohnung sein. Ich hau ab. Ja. Hier sind wir nicht zu Hause. Sind wir nicht. That voice. It's calling me. Okay. Jetzt frage ich, ob wir hier rüber gehen sollen oder eher zur Kirche drüben rauf. Ich denke mal, ist vielleicht nicht schlecht, kurz noch zu beten. Aber selbst diesen letzten Wunsch verwehren sie uns. Wir müssen unserem Ruf unfreiwillig folgen. Ah, okay. Oh God, what have I seen? I can't believe it. What was that thing? I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Ach ja, die Särge sind auch schon hier. Ja, die haben uns hier wohl ins Verrecke hier im Wasser, du Wicht, Becken geworfen und dachten, das wäre es gewesen. Ja. Für uns nicht. Oh. Da stehen hier welche. Hier drüben oben leuchtet auch irgendwas. Ob wir runter müssen?
Okay. Mich schon ein bisschen erschrocken. What have I seen? I can't believe it. What was that thing? I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Ja, irgendwas finden, um die Blutungen zu stoppen. Ich sag mal, gehen wir hier den Weg entlang. Gucken, was bei rauskommt. Ja, wir wissen, dass du verwundet bist. Okay. Ach, das ist das leuchtende Ding von vorhin. Das Gitter muss abgesenkt werden. Okay. Und dann gucken wir, wie wir das hinbekommen. Ach, von innen blockiert. Wie bekommen wir jetzt das Gitter auf? Kann man da irgendwo rein? Runter geht's mal nicht, das kann. Hier geht's ja auch noch lang. Völlig übersehen beim Runterkommen. Irgendwas fehlt hier. Hier auch. Okay. Was fehlt denn hier? Oh, gut, später gucken. Dann gehen wir hier unten durch, denke ich. Und hier rein, okay. Was untersuchen wir hier? Ach, das ganze Konstrukt hier ist instabil, okay. Ist auch nicht förderlich. Erstmal hier rein, denke ich.
Was haben wir hier? I saw it. Ich hab's gesehen mit, ja, einer Frau, die jetzt auch nicht gerade unerschrocken aussieht. Verbände, yay. Zufällig liegt hier einfach ein Verbandspäckchen rum. Ach, okay. Er kann so nicht weitermachen, benötigt also Hilfe. Da drin ist jemand, okay. Hebel? Wo ist hier ein Hebel? Och, hier drüben ist der Hebel. Alles klar. Aha, alles klar. Sie möchten sich vereinen. So, Hebelchen gezogen und gedrückt. Jetzt hier, pass auf. Nee, dort vorne denke ich auch nicht. Da ist einer drin, den wir nicht wollen. Hm, okay. Ja, in Ordnung. Das heißt, unser Auftrag ist es, dass wir hier den Würfel besorgen, denn es scheint nun ein Teil von uns zu sein und sind auch bereits wahnsinnig, werden hier in diese äußere Welt nahezu schon eingesaugt, kommt mir vor. So, lass mal über die Brücke latschen hier. Ja, schön sieht es eigentlich aus. Gucken, was drin so ist. Eins von diesen Kügelchen, es wird gespeichert, okay. Hm. Die Sphäre, jetzt haben wir hier die Sphäre, was machen wir damit? Ist das vielleicht so ein kleines Ding wie das aus der Land of Pain, was hier riesengroß erschien, wo wir dann auch eingestiegen sind? Hm. Ja, wir werden gejagt. Ich wusste es. Perfekt, ich hab's gewusst, dass wir hier jetzt wo... Ich denke mal, das war wieder so ein Teufel, wo der Teufel lang geschossen kam. Wusste ich, hier gehört. Ah, vielleicht sind das die Teile. Ja, ja. So. Hier fehlt noch etwas. Wusste ich auf jeden Fall, wo der Teufel hier lang kam, dass wir die Bretter umstoßen müssen. Und jetzt hoffe ich, dass hier das Gitter runtergefahren ist. Yay, yay, yay. Und dann drücken wir den beiden hier die Sphäre in die Hand. Ob sich das Tor dann öffnet? Hm. Hat sich jetzt ebenso angehört, als wäre das gerade hier bei den Statuen. Aber ich denke, das war nicht bei den Statuen. Genau. So, rein hier. Wir sind schon wieder mal nicht allein. Es geht hier wieder runter. Okay. Hier aber nicht raus. Alles klar. Zeugs, kann gar nicht erkennen, was hier alles ist. Oh. Na jo, um von dir gerichtet zu werden. Mach mich zu einem deiner Auserwählten, dem einzigen, der eins mit dir werden soll. Ja, okay. So. Ist hier oben zugegangen. Ja. Irgendwo ist wieder so ein Telefon. Habe ich das jetzt richtig gehört? Zumindest ist erstmal düster hier.
so schon besser. Tja, das heißt, wir sind einer der Auserwählten. Eine verschlossene Türe. Ja, hier ist unser Würfelchen wieder. Auch wieder das Würfelchen, das alles sehen kann. Hm, darum geht's wahrscheinlich. Oder mit dem man alles sehen kann. Jetzt haben wir hier ein Kohlebecken. Fuß dieses Kohlebeckens ist ein Symbol. Wo ist hier der Fuß des Kohlebeckens? Ich bin reingesprungen und das war bereits ausreichend. Was war das für ein Quietschen? Ein alter Schlüssel. Irgendwo hat sich was getan, gerade vorhin. Steigen hier schon wieder in so einer Pampe rum. Streichholz, okay. Ja, aber auch wieder ein Toter, beziehungsweise eben nur noch das Skelett. Wofür brauchen wir nun die Streichhölzer? Ach, bei den Kohlebecken, ne? Alle vier, ja. Nicht? In der richtigen Kombination? Aha, bleiben die? Ja, die bleiben wohl erleuchtet. Okay. Das heißt, der eine hier, der andere da. Probieren wir mal den hier drüben aus. Der hier, der hier. Scheint zu klappen. Hoffe ich. Da drüben ist aber auch schon wieder aus. Ach, ich verstehe es nicht.
Nee, schnell durchlaufen hilft hier nichts. Ich verstehe einfach die Kombination nicht wirklich. Ich hoffe das irgendwie gar nicht. Hier irgendwo Hinweise? Ich kapiere das wirklich nicht. Hier haben wir dieses Z. Hier ist dieses A. Hier drüben. Okay. Hier haben wir dieses G. Vielleicht zuerst das G. Dann weiß ich nicht, was hier dran kommen soll. Dann das A. Und dann das Z. So, was haben wir jetzt hier? Das hier. Und hier haben wir dieses G. Dann das unbekannte Zeichen, das hier drüben ist. Dann kommt hier das Z kommt zum Schluss, ne? Zuerst kommt hier das A am anderen Ende. Dieser hier. Und dann dieser hier. Ja, so schwer war es auch nicht. Ein Hebel, okay. Absolut gar nichts hier. Ich denke mal, der Hebel hat hier die Tür geöffnet. Dann gehen wir eben mal hier lang und gucken, wo wir rauskommen. Sind das wieder solche Leichen hier? Ja, anderes Gedöns. Oder auch nur Rohre. Gut.
Dad, Dad. Sind wir hier drauf? Nee, hier ist diesmal was anderes drauf. Ja. Was ich sehe nicht mal richtig, wie der aussieht. Wow, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, auch nicht schlecht. Irgendwo, wo ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Okay. Dann werden wir einfach das Spiel laden und kehren dorthin zurück, wo wir gerade vorhin waren. So, zur Sicherheit einmal hochlesen und dann rausdampfen. Den noch angucken. Komm. Ja. Oh, das sieht ja wirklich hässlich aus. Ja. Hier weiter? Nee, oder? Ja, die sind gerade dabei, hier denke ich mal alles vorzubereiten, beziehungsweise bereits zu beginnen. Hier für den Heiligen Alten wieder die Rückkehr zu ermöglichen. Ja. Ich denke mal, dass das Tor diesmal offen sein wird? Ja, ja, ja. Ja. Schön aufbereitet, gefällt mir. Man heißt den Auserwählten, wie es aussieht, offiziell herzlich willkommen. Und schön aufgestellten Kerzchen und einen roten Blutfluss, wie es scheint. Gucken wir mal, was hier los ist. Sieht auch interessant aus. Scheint hier nichts zu geben. Wow. Was sind das? 2, 3. Ach, das sind mehrere. Wie es aussieht, können die mich nicht sehen.
Karten zu würfeln. Ja, und so flott kommen wir auch zu Kapitel 8. Gibt's nicht mal mehr einen Beschreibungstext? Ich darf gespannt sein. Es darf losgehen. Geschafft. Oh. Okay. Aber auch wieder zappenduster hier. Ziemlich düster, duster. Dunkel. Irgendwas davon. Kommen wir jetzt hier runter gehopst? Ach, das ist schon der richtige Weg, das ist gut. Ja. Gut, auch für die Herren und Damen, die sich hier vorbereitet haben vom Orden, ist es wohl nur sehr schwer vom Verstand her zu bewältigen. So. Hier kein Durchgang, okay. Hier wohl auch nicht. Oh. So ein Gitterportal. Okay. Bin erstmal hier lang gesteppt. Und hoffe, ich übersehe hier wieder in der Dunkelheit nichts. Ach, da geht's auch nochmal runter. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, ob hier aus ist oder untersuchen. Was ist das da am Horizont? Ist da oben oder was? Die Statue des Auserwählten? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So, nun wieder. Sind wir hier rausgetropft gekommen oder wie oder was oder wo? Auch gerade noch hier so zu erkennen in all der Dunkelheit. Rauf, 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 rauf. Ich mach ja schon. Wo? Was? Thank you.
Gut, darf man wohl nicht rauf. Das heißt, dort, wo das Licht ist, weiter lang. Auch nicht, okay. Hier auch lang gekommen, ne? Und versuchen sich nun durch diese für sie. This is not possible. Okay. Diese für sie nicht verständliche Welt irgendwie ja, da durchzukommen, aber so, was haben wir jetzt wieder für eine Version, die ja vorhin auch schon da war. Wobei ist die anders diesmal? Ja, was kann das bedeuten? Gut. Ja, das ist fantastisch hier, ne? Das ist fantastisch. Hoho. Worked? Okay. Berühre das Objekt ja vielleicht noch nicht. Ja. Einfach, ich hätte hier einfach mal die Pfanne mitgenommen, falls hier irgend so ein Ordensvogel langkommt, ne? Der Zwerg hat's geschafft. Funktioniert nicht. Ja, gut, okay. Ja, das ist doch auch spannend. Eigentlich kommt man ja hier von hier in die Wohnung rein, ne? Ist genau andersrum. Ach, ich nehme einfach mal den Stuhl zuerst. Ah, guck, wen haben wir denn hier? Ja, ja, einer, der sich verbiegt. Und wahrscheinlich hier mit einem eins wird. Ja, hier hat es auf jeden Fall Tote gegeben. Ja, das muss vorhin auch schon da gewesen sein, ne? Hier hat sich nichts verändert. So. Gucken wir mal, was hier drin so gibt. Erb. Erb. So kennen wir die äußere Welt.
passiert gerade. Was hier zu tun ist. Ich sehe auch nichts. Es scheint aber das Ding hier zu sein, das ich einfach nicht erkennen kann, sehen kann. Viel zu dunkel da drin. Das heißt, wieder raus. Ich schätze mal wieder raus, ne? Irgendwo muss ja irgendwas passieren. Wohnung, die nicht aufgegangen ist bisher. No. Das finde ich hier besonders spannend. Ne? Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Ich denke mal, das soll bedeuten eine seltsame Präsenz oder Anwesenheit. Es schien aber keine der alten Weisen gewesen zu sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension neben unseren Göttern hausen. Ja, kann ich bestätigen. Aha, hier ist das also. Oh, wieder Wasser. Mega dunkel. Was haben wir hier für einen Aufbau? Müssen wir hier irgendwie rauf? Nee, sieht nicht so aus. Vorne ist Licht, ja, gut, gut. Was passiert hier schon wieder? Ach, man sieht hier echt kaum was. Aber so wie es aussieht, geht es hier drüben weiter. Ich dachte für einen kurzen Moment hier so, das wäre ein Vogel. Ne? So.
irgendwie, aber keine Ahnung, was das ist. Ich sehe nix. Und dann geht hier das Licht aus. Das ist nicht lustig. Gibt's hier einen Trick? Wie soll ich hier rüberkommen, wenn ich nicht sehe? Man kann es einfach nur probieren. Es scheint geklappt zu haben. Jetzt ist die Frage, wie kommt man hier rüber? Ja, auch mitsprengen. Eieiei. Nee, nicht mitsprengen. Hier ist irgendwas in der Mitte. Ein bisschen später. Ich versuche mich hier daran zu orientieren. Befehle ich gleich jetzt hier? Oh ne, abgestürzt. Okay. Ich hier von der Plattform rechts auf der Seite noch sehe. Nee. Das ist ein Glücksspiel. Das ist einfach nur ein Glücksspiel hier. Soweit hat das geklappt. Hier diese Planke hier. Ja, sehr gut. Und dann hier vorsichtig. Oh. Nun könnte erstmal gespeichert werden, denke ich. Nein. Es ist schon wieder so dunkel. Komm, komm, komm. Ja, nun wird gespeichert. Ich orientiere mich einfach an den Lichtern. Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, ab und an geht's, wenn hier Licht in der Nähe ist. Ist hier was zu tun? Da kann auch nicht sein. Ohnehin überall viel zu dunkel. Werden verfolgt, kann das sein? Bin ich tot? Mhm. Okay. Da.
Auch interessant. Das heißt, wir haben hier... das ganze Ding zum Einsturz gebracht. Okay. Gibt es eine Sohlebrücke? Alles klar. Tagebucheintrag. Ja, damit lässt sich ein bisschen schwierig was anfangen, aber ich denke mal, das soll bedeuten, dass wir nicht mehr wir selbst sind. So wie es aussieht, ja. Die Tentakeln hier, die finde ich besonders spannend. Das Ding hier ist völlig fertig. Irgendwer atmet hier sehr schwer. Schwieriger noch als zuvor, wo wir zuletzt hier waren. Ich denke, hier sind wir ursprünglich rausgekommen und das war hier auch verschlossen. So, nun können wir reingucken, was hier Schönes gibt. Erstmal eine Leseseite. Spannend an dieser Stelle finde ich auf jeden Fall, dass man erstmal hier in diese äußere Welt unter Anführungszeichen reisen muss, um dann aber eigentlich beurteilt zu werden, wobei du nur dorthin kommen kannst, wenn du eben das Blut in dir hast von den Auserwählten, von den Heiligen Alten oder eben so ein Auserwählter bist. Ist jetzt für mich ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar, aber ja. So. Finden wir uns wieder. Oh mein Gott. Ich will es mir. Ich will es mir gar nicht angucken, aber da ist mir was dazwischen gekommen. Aha, okay. Das, was wir hier immer wieder sehen. Aber die anderen von diesem Orden sind auf jeden Fall auch hier durchgekommen. Alles bebt und vibriert, okay. Weiter? Nee, ist eine Wand. Ich versuch's. Ich wusste nicht mal, dass du meinen Namen kennst.
But this is me. No. It's not possible. No. No! Ich habe dann doch ein bisschen mehr als 1 von 8 gefunden, ne? Aber, ja. Das Spiel ist zu Ende. Und das Ende finde ich besonders spannend. Wie haben die das denn beschrieben auf einem von diesen Tagebucheinträgen? Dass sie sich schwer dabei tun, hier ihr Ziel zu erreichen. Und immer wieder die Version ihrer Vergangenheit und der Zukunft sehen. Ich interpretiere das jetzt einfach frei so, dass der Arthur eigentlich immer schon dort gewesen ist. Also was heißt immer schon dort gewesen? Aber er hat natürlich hier, so wie wir das gespielt haben, diesen Weg vollzogen. Dass er hier diesen Würfel entdeckt, mit dieser Welt in Berührung kommt. Aber eben in dieser Welt schon lange Teil der Welt ist und so seine zukünftigen und vergangenen Erfahrungen irgendwie immer wieder durchlebt. Ich finde es spannend, hab das jetzt so nicht erwartet. Wow. Und was auch unerwartet ist, mit Episode 3 haben wir die Alien Cube auch durchgespielt. Die Alien Cube ist definitiv anders als The Land of Pain. Wir haben viel weniger Hetzjagden hinter uns. Dafür erzählt uns die Alien Cube viel mehr über das, was in die Alien, in The Land of Pain passiert ist. Habe ich mich vorhin schon versprochen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall das, was im Vorgängerspiel passiert ist, erklärt uns die Alien Cube und taucht mit uns auch viel weiter ein in eben diese, in den Lovecraft-Mythos. Sowohl als auch in die äußere Welt und dass es hier auch einen Orden gab, der gar nicht so böse ist, wie es zu Anfangs wohl den Anschein hatte. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Es waren 3 herzhafte und wohl auch geistig und nervlich ziemlich bewegende 3 Episoden. Ich hoffe, dass Alessandro Guzzo weiter noch Spiele produzieren wird. Mich erfreuen die sehr. Ich finde auch die Alien Cube wie The Land of Pain tipptopp. Wirklich was, wo man eintauchen kann. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie ich und habt euch vielleicht mit mir ab und an erschrocken. Ja. Das war's mit der Axt im Walde zu The Alien Cube Episode 03. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal, was auch immer für ein Spiel das sein wird. Danke und bis dann. Tschüss.